haben ihre Anstrengungen verdoppelt. Und alle arbeiten an ihrer Belastungsgrenze. Gleichzeitig Zeit war zerbrochen. Meldungen aus der ganzen Welt. Ohne Synchronität. Die Stadt war ein einziges Chaos. Das Ende der Zeit nahte. Und sie dachten, sie könnten es aufhalten. Die Lösung war im Monarch-Gebäude. Die Gegenmaßnahme. Der CFR, wie Monarch ihn nannte. Der Schlüssel zum Rettungsbootprotokoll. Monarchs Überlebensplan. Aber der schien sie nicht zu interessieren. Ich hatte den besseren Plan. Und damit. Na gut. Willkommen zurück. Oh. Bewahren Sie die Gegenmaßnahme auf. Sollte nicht allzu schwierig sein, sie zu finden. Es ist nur das größte Gebäude in ganz Riverport. Das kannst du wirklich. Serene ist nicht mehr im Gebäude. Vielleicht musst du überhaupt nicht auf ihn treffen. Okay. Ach, wie war denn jetzt das, ah, okay. Super, eine Quelle gefunden. So, was haben wir hier? Willkommen in der internationalen Zentrale von Monarch Solutions.
Dieses hochmoderne Gebäude ist für seine einzigartige Architektur und seinen ikonischen Platz in der Skyline von Riverport weltberühmt. Das Gebäude vereint einen noch nie dagewesenen Grad an Automatisierung mit einem Design, das sowohl Komfort als auch Sicherheit bietet und verfügt dazu über einen neutralen CO2-Fußabdruck. Das Gebäude bietet tausenden Monarch-Mitarbeitern einen sicheren und umweltfreundlichen Arbeitsplatz. Monarch Solutions. Ganz viele Etagen. Was haben wir hier Schönes? Mr. Hatch! Ich dachte, Sie... Es hieß, Sie sind tot. Glauben Sie nicht alles, was ich höre. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Aber Sie sind... Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob ich... Sie arbeiten noch immer für mich. Ja, natürlich. Was auch immer Sie wünschen, Mr. Hatch. Ja, Mr. Hatch hat nur Böses im Sinn. Okay. Pauls Büro. Was ist hier los? Ich dachte, ich würde auf organisierten Widerstand treffen. Monarch hat einen Gang höher geschaltet. Da gibt es dieses Überlebensprogramm. Und entweder man ist dabei oder man ist unwichtig. Deshalb versuchen alle verzweifelt dabei zu sein. Und Serene verhält sich merkwürdig. Keiner weiß, was los ist. Alle warten gerade nur auf Sender. Aber das wirst du nicht zulassen, oder? Okay, wie komme ich zu Pauls Büro? Wir haben keine Möglichkeit zu verstehen, was hier vor sich geht. Das muss angsteinflößend sein. Vor allem, die sind jetzt hier gefangen in dieser... Oh, Zeitschleife ist es ja nicht, so Pauseschleife. Was bloß die. Okay, Pistole. Dann fahren wir mal mit dem Aufzug. Ich kam der Gegenmaßnahme näher. Paul hatte die ganze Zeit den Schlüssel, um den Riss zu schließen, aber er verstand es nicht. Da gab es nichts zu verstehen. Er war der Ansicht, dass der Riss nicht geschlossen werden konnte. Deshalb hat er die Gegenmaßnahme eingesetzt, den CFR, um das Rettungsboot zu erschaffen. Was zur Hölle ist das? Diese Männer starben im Kampf gegen etwas außerhalb der Zeit. Und das ist der Grund für unser Waffenprogramm. Serene wusste, dass sie kommen würden. Mit Waffen ließ sich nichts ausrichten. Überlassen Sie das mir. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das okay ist. Könnten wir nicht einfach bei jemandem nachfragen? Muss ich etwa Ihre Adresse raussuchen? Nein, natürlich nicht. Ich werde es tun. Sorgen Sie dafür. Okay.
Warum tut das sich eigentlich jetzt immer? Okay, was liegt hier noch? Nur die Knöpfe, ne? Warum duckt das sich eigentlich immer so komisch? Liegt das an der Wummel? Fiona, kannst du diese Tür für mich öffnen? Ich denke schon. Boah. Entschuldige, das ist nicht ganz mein Fachgebiet. Ich kenne einen Typen, der könnte das im Schlaf haben, aber er ist so zuverlässig wie... Oh, vergiss es. Ich hab's nicht. Konnte man nur von hinten kriegen, ne? Keine Ahnung, ob ich die auch treffe. Okay, wir haben nur noch die Pistole, nicht gut. Thank you.
genau, wo wir sind. Das ist weg. Sprich, alle Spielsachen freigeschaltet. Okay. Ein paar schicke Waffen gehabt? Nö. Karabiner. Schrotflinte gegen Karabinertau. Achso, die haben bloß die Schrot. Okay. Was hat der hier gehabt? Nix. Oh. Ja, nicht viel. Alles klar. Fiona, ich versuche zum Skywalk zu kommen. Monarch war in Bedrängnis. Pauls Imperium fiel um mich herum zusammen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Paul schon. Das war es, worauf er sich all die Jahre vorbereitet hatte. Sonderlich gewissenhaft war er jedoch nicht. Wir haben an dem Ding nicht mal einen Kratzer verursacht. Eindeutig zu viele Waffen rum. Alter. Hier kommen wir nicht durch, oder was?
Ja. In Ordnung. Sie haben hier eine Zeitmaschine? Verdammt. Hierher haben Sie also den Kern aus der Universität gebracht. Das ist Pauls Maschine. Muss wohl im Dachgeschoss sein. Ein Süssel. Jetzt nicht serene, oder? Was zum Teufel war das denn? Der Zug. An das gesamte Personal. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Es besteht eine mögliche Bedrohung. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Wie es scheint, ist ein Zug. Noch eine Tür, bei der ich Hilfe brauche. Du bist bei Serenes Büro. Gut. Nur einen Moment, die ist etwas schwierig. Serene hatte Zugang zu der CFR-Kammer. Und da steht ein ziemlich gefährlicher Typ Wache. Ich hab's. Sei vorsichtig, okay? Paul war schon verschwunden. Aber er hatte genau das zurückgelassen, was ich brauchte. Pauls Büro. Leck mich. Keine Spielchen mehr. Ich will, was mir gehört. Ja, natürlich. Der CFR. Wenn du nur verstehen würdest, wie viel von ihm abhängt, würdest du ihn hier lassen. Aber ich weiß, es ist dir egal. Das stimmt. So ist es. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Ja, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Wir sehen uns bald wieder, Jack. Ich tanze nicht mehr nach deiner Pfeife, du verrückter Bastard. Und Serene ist, glaube ich, jetzt am Pool, da, also an diesem Schwimmbad, da wo wir unsere Zeitmaschine quasi damals hatten. Zwischen den Anomalien lagen nur einige Minuten. Die Gegenmaßnahme war Pauls Preis. Alles, was er erschaffen hatte, basierte auf Wills Erfindung. Sein Plan beruhte auf ihr. Klar habe ich mich darauf gefreut, sie ihm wegzunehmen. Gut. An dieser Stelle machen wir mal einen Cut, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.